Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Gestern haben wir den Gulliver geholfen und da ist er. Ich verwundere mich ein bisschen, dass er immer noch auf der Insel ist, weil er hat ja eigentlich seine Leute angeschrieben, dass sie ihn abholen sollen. Müssen wir ihn gleich nochmal fragen, was da los ist. Aber erstmal die Ansprache von dem Nook. Und ja, ich werde ihn immer noch Nook nennen, auch wenn sich der PSI beschwert hat, dass ich ihn bitte Nook nennen soll. Aber ich habe ihn seit Kindertagen Nook genannt, also heißt er jetzt auch immer noch Nook. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 23. März um 15:56 Uhr. Ich nehme immer früher auf, merke ich gerade. Zwar nur eine Viertelstunde, aber immerhin. Die Neuigkeiten heute. Heutige Nachrichten. Bau des Museums von Desimania kann losgehen. Ach so, genau. Habe ich auch noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe gestern nochmal 15 oder beziehungsweise 11, da fehlt mir noch 11 Exemplare, in dem Museum abgegeben, weil ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich das alles vorlese, was der Eugen da sagt. Aber ja, Museumbau halt. Eugen und ich hatten uns das niemals träumen lassen. Unglaublich, dass wir gleich an seinem ersten Tag auf der Insel das Museum bauen können. Wir danken euch vielmals für eure Zusammenarbeit. Das war alles ich. Nur Dizzy hat daran gearbeitet. Wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der Eugens Zelt stand. Das wird geil. Und das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Dizzymania. Oh, hier, Gulliver, weil wir ihm geholfen haben. Ey, Dizzy, hier hast du ein Souvenir von meinen Reisen als Dank für deine Hilfe. Es ist wahrscheinlich einfacher zu dir gekommen als ich. Da bin ich sehr gespannt, was der uns gegeben hat. Ansonsten habe ich noch beim Nook-Meilen-Programm mir Sachen gekauft. Und zwar, Leute, ich habe mir erstmal das von Gulliver angucken. Von Gulliver haben wir bekommen ein Turm von Pisa. Klingt gar nicht so scheiße. Und ich habe mir noch beim Nook-Meilen-Programm einmal den Nook-Ink-Beutel gekauft. Den können wir auch einfach mal tragen. Yay. Der passt sogar zu meinem neuen Outfit. Oh, wie hübsch der ist. Der bringt zwar leider keinen Inventarplatz, aber ich finde die trotzdem ganz hübsch. So ein kleiner Jute-Beutel. Kann man machen. Und was habe ich noch gekauft? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach, den Nook-Ink-Teppich. Genau, der ist auch voll hübsch. Ansonsten habe ich auch mein Zuhause noch ein bisschen anders eingerichtet, weil das Museum halt nichts mehr annimmt, habe ich hier. Erstmal, man kann übrigens im Haus die Kamera schwenken, das wusste ich auch noch nicht. Aber ich habe hier so ein Hörsch-Dingsbums. Oh, das ist viel zu groß, man sieht das gar nicht. Aber der ist jetzt hier erstmal an der Wand. Fand ich ganz, ganz hübsch vielleicht. Und man kann tatsächlich auf Aquarien was drauf tun. Das ist eine sehr interessante Methode. Und da habe ich jetzt einfach mal das Radio drauf getan. Ja, 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 Leute. Und auf der anderen Seite hat man vielleicht eben auch schon einmal gesehen, da über dem Ausgang ist jetzt auch noch so ein Angelclub-Dingsbums. Ja, ja. Ich packe halt einfach nur alles rein, was ich so bekomme gerade. Deswegen, so wird mein Zuhause, mein Traumgebäude sieht nicht so aus. Aber fürs Erste passt das schon. Und wir werden jetzt nochmal ganz kurz hier den Nook-Ink-Teppich irgendwie hinlegen. Und wie sieht denn der Turm von Pisa aus? Ah, wie der Turm von Pisa. Wer hätte es gedacht? Okay, der ist ja riesig groß. Ich glaube, den kann ich gerade nur irgendwo hin tun. Ist ja dann, ich packe hier mein Fossil weg, aber das packe ich erst morgen weg. Und allgemein werde ich jetzt erstmal alles Mögliche ins Lager packen. Denn ich habe mir für heute vorgenommen, dass wir auf eine komische Insel gehen. Wofür wir ja schon so ein Ticket bekommen haben von den Nook. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was für Werkzeuge ich brauche. Ich werde diese vier Werkzeuge einfach mal mitnehmen. Keine Ahnung, ob man die auf der Insel selber auch craften kann oder so. Oder was ich da überhaupt brauche. Deswegen aber so wenig Zeug mitnehmen wie möglich, weil auf den Inseln soll es cooles Zeug geben. Und ich habe mir gestern noch eine Ocarina gebastelt, Leute. Das ist so ein Teil wie aus The Legend of Zelda. Und warte, geh mal kurz aus, so komisches Radio. Damit kann man coole Musik machen. Leute, hört zu. Na, wer hat's erkannt? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ach was. Meine Mitbewohner haben jetzt auch ein Haus bekommen. Lol, die haben sich auch einfach alle verbessert. Kann man einfach rein? Oh, das, ist sie zu Hause oder darf man da jetzt permanent rein? Weil in die Zelte durfte man nicht rein, wenn die Leute nicht zu Hause waren. Sie ist tatsächlich da. Ja, cool. Richtig gut eingerichtet hier. Hast du das alles selbst gebaut, Nadine? Wichtige Neuigkeiten. Das Zeltleben ist für mich Geschichte. Ich habe jetzt ein Haus. Haha. Ich meine, Zelte sind schon cool und so, aber ich kann in einem Haus einfach mehr Zeug unterbringen. Außerdem habe ich endlich das Gefühl, wirklich hier zu wohnen, anstatt nur zu hausen. Aha, zu hausen. Na schön, Nadine. Schönes neues Haus. Und anscheinend selbst eingerichtet. Ganz schön handwerklich begabt, die Nadine. Cool, cool. Das finde ich auch witzig, dass die Bewohner sich dann auch alle noch verbessern mit der Zeit. Von den Häusern her. Ich glaube, das war in den letzten Teilen auch noch nicht. Und Gulliver scheint auch weg zu sein. Das ist gut. Dann wurde er anscheinend doch abgeholt. Klar, hat uns ja auch ein Geschenk geschickt von seinen Reisen. Zu der Sache, warum ich überhaupt auf die Insel möchte, das liegt daran, dass die Nook-Geschwister hier
einen eigenen Laden aufmachen wollen und dafür brauchen die 30 von jedem Holz, also von weichen Holz, hartes Holz und das mittelharte Holz und auch 30 Eisenerz. Und Eisenerz ist wirklich richtig schwer zu finden. Und ich hoffe, dass man das auf diesen komischen Inseln findet. Achso, ansonsten hier halt das Museum, das jetzt erstmal umgebaut wird. Da habe ich jetzt so eine coole Allee drum gebaut. Das hier sind alles Orangenbäume tatsächlich. Denn ich war gestern noch bei der Kiba auf der Insel und die hat mir ein paar Orangen geschenkt. Deswegen hier eine Mini-Allee. Ich werde die wahrscheinlich bis zum Museum auch noch weiterführen. Allerdings brauche ich da noch mehr Orangen für. Ich möchte nämlich, dass das alles in derselben Obstsorte hier ist. Jaja, so. Guck mal hier, der Lutz hat sich auch noch anders eingerichtet. Ich habe hier auch einfach mal eine Mülltonne hingestellt. Da kann man tatsächlich auch Zeug reinschmeißen. Will ich jetzt nicht, aber könnte man. Interessante Tür auf jeden Fall. Ja, okay, der Lutz ist aber ja auch so ein Roboter. Also eigentlich, das passt auf jeden Fall zu ihm. Oh, so eine Metalltür, als wenn er da eingesperrt wäre oder sowas. Ah ja, auch sehr rustikal auf jeden Fall. Was ist das denn hier eigentlich? Der Kram in meinem Haus scheint es dir ja ganz schön angetan zu haben, Affenzahn. Aber zum Weltklasse-Athleten wirst du nicht dadurch, dass du in meiner Bude alles hartnäckig anstarrst. Das sieht aus wie so ein Tisch für Ingenieure. Lutz, bist du ein Ingenieur? Ich habe jetzt endlich was nicht mal ich hochheben kann. Ein Haus, hahaha. Mit massiven Wänden. Jetzt kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung einstürzt. Okay, ich glaube, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Der scheint ein bisschen böse zu sein. Wir müssen darauf achten, ob seine blauen Augen irgendwann rot werden. Vielleicht werden die abends ja rot. Oh oh. Dann schießt er noch irgendwelche Laser aus seinen Augen. So, ich möchte mal einmal kurz gucken. Jetzt können wir da wahrscheinlich nicht rein. Genau, man kann nur da rein, wenn sie auch zu Hause sind. Da war das ja gut, dass er noch gerade zu Hause war. Was gibt's noch? Ich hab noch mehr Inventarplatz mir geholt. Habt ihr vielleicht auch eben schon gesehen? Für die Nogmeilen, weil sich das die Nicole gewünscht hat. Und dann können wir jetzt wirklich mal auf die andere Insel. Ich habe schon wieder viel zu viel Zeug herumgelabert. Die Folge geht schon wieder 13 Minuten. Oh, wer bist du denn? Du bist doch die Tapeten verkauft. Oh, da fällt mir auch ein, ich habe am Samstag die Rübenverkäuferin leider verpasst, weil die wohl nur bis 12 Uhr da ist und ich stehe ja meistens gar nicht vor 12 Uhr auf. Deswegen, das wird richtig schwer, die nochmal irgendwie zu erwischen. Auf jeden Fall haben wir hier Aziza. Die hat Teppiche und ich glaube, nicht nur Teppiche, oder? Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere Teppiche, alle habe ich nach dem Kauf, siehst du die? Also ja, drei verschiedene Sachen. Teppich ist ja nochmal was anderes. Jede Ware, die du kaufst, verheißt Glück und Freude. Freu dich und kauf schon bald erneut ein. Okay, das muss ich mir jetzt doch nochmal kurz angucken, bevor wir auf die Insel gehen. Es tut mir leid. LOL. Ach du Scheiße. Ach, so ein Kornkreis, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, von mir aus, dann haben wir halt einen Kornkreis im Haus. Okay. Und eine Großstadt-Tapete, die sieht wahrscheinlich cool aus. Er hat was. Das passt jetzt nicht mehr so gut mit dem asiatischen Kram dahinter, finde ich, weil die Tapete so komisch ist. Okay, ja, sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, aber wir lassen das erstmal so. So, und dann gehen wir zu der Lodo Airline, um auf irgendeine random Insel zu kommen. Die kosten ja immer 2000 Nogmeilen. Das heißt, das müsste sich eigentlich krass lohnen, oder? Dodo, sag doch mal. Hey, hey, willkommen beim Flughafen Digimania. Ich würde gerne fliegen. Roger. Ich habe hier noch ein Meile-Ticket. Möchtest du das vielleicht einsetzen? Ja, möchte ich. Gut, alles klar. Dann nehme ich das Ticket, das Tom Nook für dich ausgestellt hat. Mal an mich. Er kommt nicht mal an die Tastatur ran. Was machst du da überhaupt? Dodo. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Ich habe hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug. Und viel Glück. Danke. Das wird geil. Mein erster Inselflug von meiner Insel runter. Das ist auch so süß, wenn Dodo rumfliegt. Das ist echt knuffig. Und ja, kaum zu glauben, aber Flugsahnetorte ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Spektakulär. Danke, Dodo. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier für eine interessante Insel? Ah, guck mal, es gibt aber auch tatsächlich eine Werkbank. Das heißt, wenn man zumindest ein bisschen was hat, da hinten ist ein anderer Typ. Nein, ich komme da aber nicht rüber. Weil, wisst ihr, was ich nicht mitgenommen habe? Den Sprungstab. Aber es gibt hier ja zum Glück eine Werkbank. Das heißt, wir müssen einfach mal ein paar Sachen hier fällen. Es gibt hier leider nur Kirschen. Das ist... Oh, never mind. Es gibt hier auch neue Früchte. Kokosnüsse. Ja. Die können wir auf jeden Fall auch auf unserer Insel dann einbauen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal so einen komischen Stab bauen. Das Erste, was man auf einer neuen Insel macht, ist natürlich erstmal die Bäume alle fällen. Randale. So, Sprungstab herstellen. Okay, das ist gut. Also eine Axt sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen. Da sehe ich doch schon einen neuen kleinen Freund. Den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Vielleicht gibt es den ja nur auf diesen Special-Inseln. Das kann natürlich sein. Eine weiße Baumnymphe.
Nymphen habe ich mir ja schon anders vorgestellt. So, ansonsten haben wir hier zumindest einen Stein. Ich hoffe einfach, der hat vielleicht ein bisschen... Come on, ein bisschen Eisen für uns. Zumindest ein Eisen. Brauchen wir nur noch 29 weitere. 2, 3... Oh, das ist ein Eisenstein. Oh boy, oh boy. Das ist ja der beste Stein aller Zeiten. Gut, aber viel mehr gibt es hier leider gar nicht. Es gibt hier noch ein paar... Kokosnüsse? Aber sonst war das eine sehr... langweilige Insel, muss ich sagen. Aber da drüben haben wir zumindest noch einen Typen. Vielleicht möchte der ja bei uns einziehen. Der sieht auf jeden Fall interessanter aus als die Bewohner, die wir momentan haben. Hallo! Wie heißt du? Guido! Oh, schön, dich zu treffen. Ich bin Guido. Ich besuche heute diese Insel. Du bist Dizzy? Von Dizzy Mania? Oh, wie cool! Nette Insel hier, was? Der Spaß kann beginnen. Happa, happa. Happa, happa, happa. Möchtest du auf meine Insel? Wäre schon toll, wenn ich auf einer Insel wohnen könnte. Happa, happa. Komm doch zu uns. Du scheinst cool zu sein. Du sagst, du kommst von diesem Mania? Ist es da so wie hier? Wow, da will ich hin. Wenn deine Insel so cool ist wie du. Danke. Dann muss ich dahin, Dizzy. Klar, das wird toll. Das ist der beste Tag, seit ich rausgefunden habe, dass man Spaghetti kochen kann. Oh ja, Spaghetti sind schon cool. Cool, damit haben wir dann, glaube ich, unser dritten Mitbewohner auf unserer Insel. Das macht mich happy. Endlich mal einen neuen Bewohner. Lol. Was? Okay, wenn man eine Frucht gegessen hat, dann kann man einfach einen ganzen Baum ausgraben. Ja gut, dann nehmen wir einfach eine Kokospalme einfach mal so mit. Ich habe noch ein paar von den Blumen hier mir eingepackt, aber so richtig gelohnt hat sich diese Insel dann trotzdem nicht. Ja, mehr können wir hier gar nicht machen. Für 2000 Nogmeilen habe ich mir irgendwie mehr vorgestellt. Wir können wieder zurück, Udo, wir können wieder zurück. Willst du Flug Apfelmus mit Ziel Dizzy Mania nehmen? Ja, lass machen. Wir können eigentlich auch gleich den Guido mitnehmen, aber anscheinend will der erstmal noch hier bleiben. Aber in ein paar Tagen ist er dann bestimmt auch auf Dizzy Mania. Ich hoffe, er findet den Weg. Naja, immerhin ein paar Kokospalmen. Zack. Das ist ja witzig, dass man die einfach so mitnehmen kann. Da, hier kommt auch noch eine hin. Klack. Schön. Das hier ist unser Kokospalmstrand, ganz klar. Oh, Leute! Da ist einfach ein krasser Käfer auf dem Baumstumpf. Stimmt, es gibt nämlich auch Käfer, die nur auf diesen Baumstümpfen sitzen. Okay, du siehst interessant aus und du bist mein! Ein Fichtenbock. Da habe ich wohl einen Bock geschossen. Hahaha. Aber so richtig gelohnt hat sich das halt trotzdem nicht. Mal gucken, kriegen wir wenigstens ein paar Sternchen dafür? Wow, ganze 1555 Sternis. Das ist weniger, als ich Meilen bezahlt habe. Was gibt's denn heute beim Nuke Shopping? Jetzt habe ich doch Nuke gesagt, verdammt. Ein E-Roller, Flamingo, ein Autohut, Sportbrille, 7er-Shirt, Nebelshirt, Jeans, Wasserschuhe, KK Fusion. Ja, also die Lieder muss ich mir auf jeden Fall alle kaufen. Bestellen. Man kann übrigens die Sachen, habt ihr eben vielleicht gesehen, gleich als Geschenk bestellen. Und dann kann man die an andere Freunde, bei denen man schon mal war, glaube ich, denen das per Brief schicken. Das ist sehr cool, habe ich auch schon häufiger genutzt. Was sind heute so unsere Aufgaben? Ah ja, Hacke Holz haben wir gemacht. Diese doppelten Meilendinger gibt es übrigens immer nur 5 am Tag. Ich glaube, die sind sogar unendlich, was man so machen kann. Also man kann permanent Meilen farmen, wenn man da Bock drauf hat. Aber diese doppelten, davon gibt es halt nur 5 am Tag. Diese Ballons halt, löse Nog-Meilen ein. Oh, okay. Bastle Sachen, verkaufe Muscheln. Ey, wieder 1000 Sternis bekommen. Und ihr habt mir gesagt, man kann die einfach wieder vergraben. Zack. Und dann wächst da ein schönes Bäumchen draus. Oh, cool, dann warten wir da nochmal. Bin ich gespannt, wie viel Geld da dran sein wird. Wahrscheinlich 3000, weil da ja immer 3 Früchte dran sind. In diesem Fall wahrscheinlich 3 Geldsäcke. Achso, und wir sollten ja ein paar Muscheln verkaufen, ne? Dann können wir die ja auch einfach mal einsammeln. Muschelchen. Oder ein Geschenk haben wir auch noch. Nein, ich habe meinen Teil hier nicht. Oh mein Gott, Geschenk. Okay, du fliegst nach links. Ich hoffe, das verschwindet nicht, wenn man jetzt ins Haus geht. So, Zwille am Start. Ist das Geschenk auch noch am Start? Oh, wird das zurückgesetzt, sobald man in ein Haus reingeht, oder was? Das ist ja richtig sad. Aber scheinbar ja. Ach man, da hat man einfach seine Schleuder nicht dabei und dann kommt so ein blödes Geschenk. Na gut, verkaufen wir unsere Muscheln. Wow, das lohnt ja richtig. 1815 Sterne schon wieder. Gut, und da auch noch eine Aufgabe war, dass wir Nook-Punkte ausgeben sollen, kaufen wir uns aber noch ein Meilenticket. Danke, lieber Automat. Hat es das eigentlich nur 1600 gekostet, dieses komische Ticket, weil wir hier doppelte Punktzahl bekommen. So, neue Sachen. Hohlweißling fangen.
und etwas mit der Kamera-App festhalten. Kohlweißlinge fliegen hier irgendwie die ganze Zeit rum. Siehst du, da ist schon einer. Mein Kohlweißling. Und von unserem krassen Erfolg machen wir einfach noch ein Foto. Ja, ja, ich und mein Kohlweißling. Krass. Wieder zwei Aufgaben hier erledigt. Also das mit den Nookmeilen geht auf jeden Fall richtig krass schnell. Dann würde ich sagen, Mission 30 Eisenerz, Chapter 2 beginnt jetzt. Hoffentlich ist die zweite Insel besser. Das ist nämlich ganz schön teuer, dass man dahin fliegen kann. So, oh, Bambus! Als ob es Bambus gibt, das war mir gar nicht bewusst. Oh, die Insel sieht aber sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Was für eine wunderschöne Insel. Aber auch sie ist nicht sicher vor dem Axtmann. Alright, alles abhacken hier. Bambus gehört mir. Ich will all diesen Bambus haben. Oh boy. Da habe ich wohl ein bisschen übertrieben und meine Axt ist tatsächlich kaputt gegangen. Das ist natürlich jetzt richtig belastend. Und sogar das Bambus hat auch verschiedene Holzsorten, tatsächlich. Aber was auch viel wichtiger ist, hier gibt es sogar so X-Dinger. Was? Oh, 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 was ist das? Eine Bambussprosse. Wer hätte es gedacht? Okay, muss man die Bambussprossen eingraben, damit da neues Bambus rauskommt? Okay, ich vermute schon, wenn hier so viele Bambussprossen sind. Wie, und die Bambusstäbe selber bringen dann nichts, oder wie? Da wird sich wahrscheinlich auch der Jay sehr drauf freuen, weil der meinte, er möchte seine Insel voll mit Bambus machen. Was ich verstehen kann, weil er einfach ein roter Panda ist. Ich glaub, da muss ich ihm mal einen Brief schreiben. Wäre noch cool gewesen, wenn andere Früchte, außer die Standardfrucht von seiner Insel, vielleicht zwei Stamina oder sowas gebracht hätten. Aber ich will mich mal nicht beschweren. So, dann haben wir diese Insel soweit auch abgefarmt. Richtig, richtig assig. Man fällt hier ein, nur um alles kaputt zu machen. Und da sind leider nur Steine rausgekommen. That's sad. Ja, sonst haben wir noch einen komischen Typen. Aber will ich einen Hund auf meiner Insel haben? Wo ist er denn jetzt? Hallo, kleiner Wuffi. Hä? Ist er schon von mir geflüchtet? Eben war er noch hier. Oh, ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Bea, und du? Aha, Dizzy. Und du bist wirklich von Dizzy Mania extra bis hierher gereist? Ich habe Dizzy Mania schon vom Flugzeug aus gesehen, glaube ich. Von oben sieht es schön aus. Das ist richtig. Willst du vielleicht bei mir einziehen? Den alten Stress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Meine Heimat ist ja ganz nett, aber irgendwas fehlt mir. Dann komm doch zu mir. Oh, was für ein toller Vorschlag. Danke für deine Unterstützung. Mit sowas hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hast du mich auch nicht einfach nur veräppelt? Oh, Äpfel. Oh, du kannst doch nicht mit Äpfeln anfangen. Ich hätte so gerne Äpfel. Schön. Sieht so aus, als wenn wir zwei neue Bewohner hätten. Oder bekommen werden. Ich hoffe, die streiten sich nicht. Zwei Bewohner gleich auf einmal ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber wird schon passen. Und das war es dann anscheinend auch mit dieser Insel. Was haben wir so mitgenommen? Wir haben zumindest noch 14 weiteres Eisenerz bekommen und halt diese Bambussprossen. Und es gibt Frühlingsbambus und ganz normalen Bambus. Ja, tolle Insel auf jeden Fall. Licht, geht so. Ist so eine geht so Insel. Mango so boah, Lakritze, was kann ich für dich tun? Bitte zurück. Frag mich ja, wie viele von diesen Inseln es gibt. Wahrscheinlich eine Menge. Kling, kling. Habt ihr gut gemacht. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir noch einmal ganz kurz eine Karte für den Jay. Und zwar irgendwas Bambussiges. Haben wir irgendwas Bambussiges? Deine Sternschnummkarte ist auch ganz hübsch. So, jetzt fehlt ja nur noch die Bambussprosse. Packt er dann alle 5 Bambussprossen da rein? Das wäre ja richtig dumm. Ich will ihm nicht alle geben. Kann man irgendwie nur eine da rausnehmen? Mann, ja wehe, der packt jetzt alle Bambussprossen da rein. Das wäre richtig doof. Egal, der Jay wollte halt richtig viel Bambus auf seiner Insel haben, deswegen... Das passt schon. Ich hätte auch gern ein bisschen Bambus. Jay, wenn du das siehst, bitte nicht alle Bambussprossen auf einmal einsetzen. Ja, wir haben tatsächlich alle geschickt. Scheiße. Ich hätte gern ein paar wieder. Ich wollte nur eine Bambussprosse geben. Also man kann, wenn man hier in seinem Inventar ist, eine da rausnehmen und die kann man dann halt verschicken. Aber dass er da dann gleich alle nimmt, ein bisschen doof. Gut, wir haben leider unser Ziel mit den 30 Eisen jetzt nicht hinbekommen. Aber ich habe sowieso vor, noch zu streamen. Wollte ich auch gestern schon, hat aber nicht funktioniert, weil YouTube meinte, dein Internet ist scheiße oder so. Und ein 360p-Stream wollte ich euch nicht antun. Aber heute sieht das bestimmt besser aus. Und dann sammeln wir da noch die restlichen Erze. Und bei der nächsten Folge haben wir dann sowieso wahrscheinlich schon den Laden fertig. Joa, ansonsten würde ich sagen, was das haben wir in dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und, warte. Haben wir diese Bambussprossen... nicht einfach auch eingraben. Man kann sie zumindest vergraben. Okay. Das bringt absolut gar nichts. Wow, ich habe Bambus gefunden. Ist das nice, ey. Und damit ist meine Schaufel kaputt. Und mit dieser kaputten Schaufel, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.